Hallo, ich hatte wieder mal keine Langeweile gehabt und habe so ein bisschen was zu reparieren gehabt und zu machen und zu tun. Und da ist mir Folgendes aufgefallen. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Das ist jetzt nur symbolisch. Ich habe jetzt hier ein Gerät. Wenn ich jetzt da dran rumschraube und will dann da vorne rumschrauben, stehe ich immer da, muss das umdrehen, da was rumschraube, wieder umdrehen. Meistens, so ein Computer ist ja größer oder schwerer oder wenn man mal eine Kaffeemaschine was macht. Ich habe ja schon Videos gemacht von Kaffeemaschinen, wo ich meine Maschine repariere und dann bist du alles am Rumschön. Und das geht mir ein bisschen auf den Zeiger, weil ich ja faul bin. Und da habe ich mir Folgendes überlegt, mal so ganz auf die Schnelle. Ich nehme mir eine Holzplatte. Bam. So, die habe ich ein bisschen gerundet. Das ist Eiche. 19 mm. Dazu habe ich mir geleistet so ein Axial-Kugellager. Ist bis 160 Kilo belastbar. Man will es nicht glauben, muss es aber, weil es auf der Gebrauchsanweisung draufsteht. So, dieses Ding habe ich mir jetzt schön auszentriert auf diesem Holz, habe das natürlich vorbereitet. Da in der Mitte ist ein Loch drin. Das werdet ihr gleich sehen, für was das ist. Aber ich will das nur mal kurz zeigen. Ich habe die Löcher auch schon vorgebohrt, dass das ein bisschen flotter geht, dass ich da nicht so lang rummachen muss und habe es auch schon angerissen. Das wird praktisch hier verschraubt. Und dann fixiere ich praktisch damit diesen Drehkorpus. So. Mache ich dann nachher noch weiter. Hier kommen noch viele, viele, viele Schrauben rein. So, das wird dann wie gesagt hier schön verschraubt. Ich mache noch eine. Dann ist dieses Ding hier drauf. Eine zweite Platte mit einer Senkkopfschraube, die hier oben drauf verschraubt wird. Wäre natürlich gut, dass ich das jetzt treffe. So, da schon getroffen. Ach, da habe ich wohl kein Glück jetzt richtig. Doch jetzt. So, dann kommt das da rein. Wird ordentlich verschraubt. So. Dann habe ich einen wunderbaren Drehteller-Arbeitsplatz mir gebaut, wo ich dann meine Gerätschaften drauf tun kann. Kann die draufstellen und kann hier fummeln, kann da fummeln und hin und her. Jetzt werden viele sagen, oh, jetzt hat er das viereckig gemacht. Ja, das viereckig hat ja auch einen Grund, weil ich denke so, manchmal muss man die Arbeit unterbrechen und dann drehe ich dieses Ding einfach auf die Seite, so. Und dann nehme ich das ganze Ding weg. Wieder hin. So. Dann steht das wieder. Also auf die Seite drehen, kann ich es wegtragen. Wieder hin. Und fertig ist der Kram. Das ist mein
Arbeitsplatz-Drehteller für meine nächsten Projekte, die ich mache, die ein bisschen schwerer sind, dass ich nicht andauernd das Zeug rumdrehen muss. Wie gesagt, 160 Kilo hält das Ding aus. Man kann vielleicht auch ein bisschen Sport drauf machen, wenn man möchte. Das zeige ich euch mal. Vielleicht, wenn ich Laune habe. Also, das war's wieder mal. Bis zur nächsten Langeweile. Euer Bastel Remo. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.